So, ich glaube, es passt. Wir sind live. Es funktioniert. Und von dem her, ja. Alles gut? Nö, ich habe ein Nein, Tonproblem. das ist nicht dein Ernst. Es kommt alles irgendwie 1, 2 Sekunden später nochmal rein. Bist du auch auf Twitch? Aha, das kann das Problem sein. Warte mal schnell. Alles gut. Technische Probleme gehören zu diesem Kanal dazu. Ohne geht das gar nicht. So, erledigt. Nur so können wir quasi darstellen, dass wir die richtige Partei sind, um für Digitalisierung zu sorgen. Aber zum Genau. Glück bin ich dafür nicht zuständig, weil, also das, ne, ich kriege nicht mal zwei Computer miteinander verbunden. Katastrophe. Und trotzdem haben sie mich hier hingesetzt, also, oder ich mich. C'est la vie. Lass uns anfangen. Also, wir schauen uns heute das zweite Video von Rezo, Zerstörung Teil 2, Klimakatastrophe. Und mit wir sage ich heute nicht ich und Rezo, sondern ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der sich hier auch mal mit YouTube später dann oder jetzt eben mit Twitch beschäftigt, innerhalb der linken Barnim. Ich bin ganz, ganz froh. Stefan, schön, dass du dabei bist. Jo, Dito, ich auch. Für euch heißt es natürlich, für all die Millionen Zuschauer live oder später auf YouTube, wenn ihr sagt, Mensch, der Stefan ist neu dabei, total der Unsympath, schreibt es einfach in die Kommentare, wie unsympathisch er ist. Was soll schon passieren? Das Internet ist ein freundlicher Ort. Also, nein, um Gottes Ich komme Willen, damit klar. So. lasst es, hört auf zu tippen. So, grauenvoll. Nein, also ich bin wirklich froh und ich hoffe, dass ich, was heißt, ich hoffe, ich werde ihn einfach zwingen, zukünftig hin und wieder mal vorbeizuschauen. Wer mal mit drin hängt, kommt da nicht mehr raus. Das besprechen So. wir danach, Matthias. Ja. Ja, das, natürlich. Unterschrieben ist unterschrieben. So. Ach, Mist. Wir schauen jetzt das zweite Video. Es geht 33 Minuten. Klimakatastrophe. Ich sag's, wie es ist. Ich bin ganz froh, dass Stefan heute dabei ist. Also, ja, ich weiß, Klima, richtig wichtiges Thema. Aber wäre jetzt nicht das Thema, weshalb ich in die Politik gegangen bin. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir unseren Umwelt- und Klimaexperten Stefan Wegener heute dabei haben. Ich bin passionierter Radfahrer, das ist schon mal gar nicht schlecht. Okay, ich bin auch kein Experte, aber Ja, okay. ich vermute, unsere Witzchen werden uns im Hals stecken bleiben, wenn man jetzt gleich loslegt. Ich habe den Verdacht, dass es ein ziemlich hartes Video wird. Von dem her, lass uns mal einsteigen. Wir werden mal gucken, wie wir das handeln mit dem, wenn du was sagen willst oder so weiter. Am besten gibst du Ich irgendwie rufe einen laut Stopp Ton, oder so. ja, oder gibst einen Ton von dir und ich halte dann an. Okay, dann schauen wir mal, was der Gute zu sagen hat. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. In diesem Video geht es ums Klima, aber nicht nur um irgendwie langweilige Daten und Fakten. Es geht um hochrangige Politiker und Politikerinnen, die wissenschaftsfeindliche und verschwörungsideologische Statements verbreiten. Es geht um Politiker, die direkt von Kohleunternehmen bezahlt werden, und wir werden sehen, wie unsere Regierung diesen Großkonzernen Milliarden Steuergelder zuschiebt und sogar BürgerInnen enteignet und aus ihrer Heimat vertreibt. Und beides, ohne dafür irgendeine konkrete Rechtfertigung vorzulegen. Wir werden in diesem Video auch sehen, dass die aktuelle Regierung, also CDU und SPD, nicht nur in ihren eigenen Zielen scheitert, sondern auch verfassungswidrige Gesetze beschließt und sogar Fortschritt aktiv verhindert. Auch in diesem Video habe ich wieder auf alle Parteien geschaut, aber natürlich gibt es bei manchen Parteien mehr Kritisches zu sagen als bei anderen. Wie immer sind die Quellen in der Videobeschreibung verlinkt, und bevor es jetzt mit den krassen Parts losgeht, gucken wir uns erstmal an, was denn der aktuelle Stand bei der Klimakrise ist. Los geht's! Okay, Okay. erstes Fazit. Wie immer ganz dramatisch aufgebaut. Ja. Ne? Schön getriggert schon, finde ich. Okay, und jetzt können wir natürlich überlegen, was ist der Stand der Dinge? Wahrscheinlich sieht es alles ganz miserabel aus. Ja, ich bin auf den Punkt gespannt, wenn er sagt, ohne Rechtfertigung, also dass Leute enteignet werden ohne Rechtfertigung, weil das geht ja eigentlich nicht. Also. Nee. Zumindest, so wie ich es verstehe, muss es ja immer einen Grund geben. Also, ich komme ja aus Schwabistan, also Süddeutschland, und da hat man, als man den Hallenbad-Neubau machen wollte, hat Ja. man an dem Standort, der da irgendwie am besten war, Leuten eben auch die Häuser weggenommen, ne? Weil man hieß, das sei da toll, und dann hatten die dafür andere Grundstücke bekommen und ähnliches Geld und so weiter und so fort. Und am Ende haben sich aber trotzdem auch Leute geweigert.
Und die hatten dann aber keine Chance, weil man gesagt hat, wegen dem Allgemeinwohl und so weiter ist das da am besten und dann Genau. dachte ich, und das ging nicht. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es da wirklich keine Rechtsgrundlage für gab. Also da, das muss er erklären, weil, also das, ich, bei aller negativen Sachen, die ich über die Regierung sagen könnte, ich glaube nicht, dass wir so krass in einer Bananenrepublik leben. Dass man sich Nein, jetzt, also nein, nein, nein. das. Also kein Verwaltungshandeln ohne Rechtsgrundlage, das geht ja gar nicht. Nee, Also genau. eine Einigung sieht ja das Grundgesetz vor, was ist das? Artikel 15, glaube ich. Deshalb, da wird schon eine Rechtsgrundlage geben, genau. Also mich würde es, das gab es ja in der DDR ja auch, ne? In der Lausitz mit den ganzen Braunkohle oder was auch immer, Kohletagebauten, wo sie ganze Dörfer versetzt haben. Ja gut, Grundrechte DDR, das ist jetzt natürlich auch nochmal eine andere Ich Geschichte, meine, ne? gut, Aber. vielleicht hat man es so gemacht wie Laschet jetzt, dass man einfach was tut und dann erst im Nachhinein rauskommt, dass es falsch war, wie mit diesem Hambacher Forst. Ja, Also das kann natürlich auch sein. so kann man es auch machen. Lass uns Wenn man mal. Kanzler werden will, kann man das natürlich mal machen. Oh, fuck, ja. Ja, Gut, echt. lass mal weiter gucken. Was ist denn Okay. jetzt der Stand? Ich muss dringend auf den Stand gebracht werden. Ja. Ich denke, ich muss niemandem erzählen, dass es immer wärmer wird. Hier ist der weltweite Temperaturanstieg und der Anstieg in Deutschland ist sogar noch mal höher als. Ich muss ganz kurz die Grafik verstehen. Boah, da brauche ich meine Brille zu. Warte mal. Ja, alles gut. Okay. Das sind global. Okay, Temperaturabweichung. Oh, guck mal, Okay. Deutschland ist mehr als global. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte immer, Nee, es ich wird auch nur nicht. anders. Dort, wo es warm wird, wird schneller wärmer und bei uns auch, aber das wusste ich gar nicht. Da bin ich schon ein bisschen aufgeklärt worden. So, und jetzt zeige ich dir einen Zaubertrick. Und zwar habe ich letztes Mal immer versucht, mit der Maus zurückzuspulen, wenn Oh. der Kerl was gesagt hat. Und das ging nicht. Und dann hat mir in den Kommentaren jemand das hier gezeigt, dass ich einfach mit einem Drücken einer Pfeiltaste 5 Sekunden zurück oder vorkomme. Danke an Frankie's Death Corner für diesen wunderbaren Kommentar. Hat Guter mich Mann. sehr, sehr weitergebracht. Ja, guter Mann. Wenn es ein Mann ist, aber ich vermute Ehrenmann. bei Frankie. So, ja. Ehrenmann, ja, genau. Keine Witze über Frankie. So, weiter geht's. Nein, Quatsch. Wärmer wird. Hier ist der weltweite Temperaturanstieg und der Anstieg in Deutschland ist sogar noch mal höher, also anderthalb Mal so viel. Und die Auswirkungen davon spüren wir in den letzten Jahren schon ganz gut. In vielen Ländern gibt es heftige Hitzewellen und sowas ist mittlerweile schon 10-mal wahrscheinlicher geworden. Waldbrände kicken in den letzten Jahren auch ziemlich rein. Vor anderthalb Jahren ist in Australien eine Fläche abgebrannt, die verglichen mit Deutschland so groß wäre und bei der 500 Millionen Tiere gestorben sind. Stellt euch vor, die Hälfte von Deutschland wird einfach verbrennen. Das ist die Größenordnung, nur in einem Case. Aber es brennt nicht nur, das. An den Waldbrand kann ich mich sogar erinnern. Also das war ja schon recht heftig, auch in den Medien und so. Aber dass das so eine Fläche ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da sieht man mal, wie groß Australien ist, ne? Das Aber. macht er schon sehr Boah. gut. Also dieses offensichtlich machen und so. Also dass man auch dieses Verhältnis so bekommt. Hat er gut Ja. gemacht. Hat er gut gemacht. Ja, tut jetzt schon weh, das zu hören, ne? Ja. Irgendwie. So, jetzt wieder den Frankie-Move. Ah, danke, Frankie. Verbrennen. Das ist die Größenordnung. Nur in einem Case. Aber es brennt nicht nur, das Eis schmilzt auch immer schneller. Alleine Gletscher verlieren pro Jahr hunderte Milliarden Tonnen Eis. Das ist ausgeschrieben so viele Tonnen hier. Viele Eismassen verschwinden immer und immer schneller. Und auch insgesamt auf der Welt schmilzt das Eis deutlich schneller als noch vor ein paar Jahrzehnten. Und durch die Erwärmung gibt es auch mehr Dürre und dadurch geht Ernte verloren. Allein 2017 gab es 39 Millionen Menschen, die sich aufgrund von Klimaereignissen nicht mehr ausreichend ernähren konnten. Das sind jetzt schon die Auswirkungen und es gibt bereits Hungerkatastrophen, die von ExpertInnen ausschließlich auf die Klimakrise zurückgeführt werden. Und wer sich jetzt denkt, boah, weißt du, das ist so abstrakt und weit weg, ich spüre das nicht so. Kein Problem, die Klimakrise kommt auch zu dir nach Hause. Diese Grafik hier zeigt das aus. Oh Mann, jetzt muss ich mal gucken. Also die Klimakrise kommt auch zu dir nach Hause, Ja, das war gut. Waldbrände kicken rein. Ja, ich meine, das kennen wir in Brandenburg, oder? Also das Ja, haben wir. war noch letztes Jahr hier irgendwo bei Jüterbog hinten, dieser riesen Waldbrand. Ich weiß nicht, war das. Boah, War keine Brandstiftung, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, war auf jeden Fall übel. Ich bin da mal vorbeigefahren. Ich glaube, letztes Jahr war das. Das war echt wir übel. haben noch den Also. Moorbrand, oder? Oder nee, das war nicht hier. Das war nicht hier. Das war, wo die Bundeswehr ihre Raketen während der Dürrezeit abgefeuert hat und dann ein ganzes Moor in Brand gesetzt hat. Das war auch Gar nicht interessant. mitbekommen. Nee, das war super schlau. Aber gut, okay. Dann hören wir mal an, Ja, was er sagt. Bundeswehr. Naja, okay. Ja.
Okay, schauen wir mal, was ist das Keine da? Klischees, wir werden bei den Linken jetzt nicht über die Bundeswehr herziehen. Das machen wir nicht. Nein, 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 das machen wir nicht. Nee, Nein, das nein, machen wir nein, nicht. nein, Nein. nein. Gut, Nein. weiter. Das Maß von Dürre in Deutschland. Hier sind wir in den 80ern, dann sind wir in den 90ern. Und seht ihr hier, das sind die letzten 3 Jahre. Zum Glück sorgt das bei uns nur für riesige Schäden für die Wirtschaft und viele Unternehmen. Und wenn du zufällig in einer Gegend geboren bist, wo du wegen Dürre, Fluten oder was auch immer nicht mehr leben kannst, dann bist du Flüchtling. Allein 2018 gab es 16 Millionen, die deswegen ihre Heimat verlassen mussten. Seitdem ist es übrigens noch gestiegen, also fast auf das Doppelte gestiegen. Man geht schon lange davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten hunderte Millionen Menschen dauerhaft woanders unterkommen müssen, weil ihr Zuhause unbewohnbar geworden ist. Nicht wegen Krieg oder Verfolgung, einfach wegen Klimakrise. Und ich denke, wir haben auch in Deutschland dieses Jahr gesehen, wie zerstörerisch Extremwetterereignisse sein können und wie schnell man sein Zuhause und seine Existenz verlieren kann. Folge der Klimakrise ist nachweislich, dass solche Ereignisse immer häufiger und krasser auftreten. Man könnte noch vieles erzählen. Zum Beispiel gehen Wissenschaftler davon aus, dass ein neues Massenaussterben begonnen hat. Das letzte Mal gab es sowas vor 66 Millionen Jahren, als durch einen riesigen Asteroiden die Dinosaurier ausgestorben sind. Krasse Analogie. Ja, also ich versuche ja immer gerne Sachen ein bisschen aufzulockern, wenn mit einem Ja. Joke oder so, aber hier fällt mir nichts zu ein. Also. Nee, das ist. Also, die Analogie mit dem Massenaussterben ist jetzt natürlich schon eine harsche Geschichte. Ich bin gespannt, wie er drauf, also ob er noch drauf einkommt zu dieser Wissenschaftsleugnung. Aber das wird Ja. sicherlich noch kommen, ne? Ja, ich meine, mit den Dinosauriern, da kann man ja zumindest sagen, Dinosaurier haben jetzt den Asteroiden nicht selbst auf die Erde gelenkt, während. Wenn man das so will, ja, wir diejenigen sind, die quasi den Die Asteroiden auf uns selbst schmeißen. den steuern sozusagen, ja. Ja, also schon, naja, gut. Okay. Ja, ein Witz fällt mir auch nicht ein, muss ich sagen. Also Nee, da gibt's auch echt, ist auch echt eigentlich nicht lustig. Also nee, nicht auch uneigentlich nicht lustig. geht gerade nicht. Also mal sehen, ob ich hoffe nicht, dass es jetzt 30 Minuten so durchgeht. Sonst wird das ein ziemlich trauriges Video. Na, vielleicht auch mal Ja. angemessen. Ja, auf jeden Fall. What a time to be alive! Der Punkt ist, die Klimakrise ist jetzt schon am Start und sie ist auch hier schon am Start. Also natürlich wird es noch wärmer werden in den nächsten Jahrzehnten und diese ganzen Effekte werden krasser und schlimmer. Daran besteht kein Zweifel. Die Frage ist nur, wie schlimm es wird. Okay, im nächsten Part gucken wir uns nochmal ganz kurz an, wie unfassbar nachgewiesen die Ursachen für die Klimakrise sind und in welchen Parteien Leute dabei auffallen, dass sie wissenschaftsfeindlich oder sogar verschwörungsmäßig diesen Stand leugnen. Hast du hellseherisch vorausgesagt? Ja, aber es war ja irgendwie klar, dass er drauf kommt. Also, ich weiß nicht. Okay. Klimakrise ohne auf die, hier da steht jetzt Schwurbler einzugehen, das geht ja kaum. Also wir haben es ja mit so vielen Leugnern zu tun, die ja irgendwie alles leugnen, sei es Corona oder was auch immer. Ja, aber ich würde auf die fast schon gar Ich nicht mehr weiß nicht. eingehen. Also wenn das jetzt quasi so Querdenker und sowas. Sowas gibt es in der Gesellschaft immer. Klar, übers Internet Ja, können die schon. sich viel mehr verbinden, aber ich würde mich von denen jetzt gar nicht im Diskurs irgendwie rumtreiben lassen. Also, die denken, was sie denken, das sollen sie denken, also sollen sie nicht, aber ist deren freie Entscheidung, ja, da kannst du, hast du nicht reinzureden und die wirst du aber auch nicht mehr erreichen. Die sind ja mit Argumenten dann nicht mehr zugänglich und deswegen sollte man die einfach lassen. Ich hoffe nicht, dass er auf die eingeht, wenn er jetzt parteienmäßig auf Leute eingeht, die. Und da muss man jetzt nicht mal nur die AfD nehmen, ja, weil wir Nee, da gestern. gab's, nee, da gab's auch andere, die da irgendwie ein bisschen komisch drauf sind, auf jeden Also Fall. deswegen Was? lass mal gucken, wen er da nimmt. Ich hoffe nicht, Mhm. diese Splittergruppen. Ja. Es wird wärmer. Seit es menschliche Zivilisation gibt, war es noch nie ansatzweise so warm wie jetzt. Und dieser Anstieg passiert nicht natürlich über lange Zeit, sondern wie ihr seht, unfassbar schnell. Also das, wo es so steil nach oben geht, sind die letzten 100 Jahre. Ich erkläre jetzt auch nicht nochmal ausführlich, warum das so ist, aber um alle auf denselben Stand zu bringen, hier ein kurzer Recap. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick math. Je mehr Treibhausgase in der Luft, desto wärmer wird es. Das sind verschiedene Gase, aber vor allem geht es um CO2. Das macht dann nämlich den größten Anteil aus. Und seit so 150 Jahren ist plötzlich immer mehr CO2 in der Luft. Und wer ist für diesen Anstieg verantwortlich? Und dieser Anstieg ist zu 100% vom Menschen verursacht worden. Daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Ja, okay, aber wie kriegen wir Menschen das denn hin? Woher kommt denn das ganze CO2? Naja, in erster Linie durch das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erd. Krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass, also dass es so viel, dass es viel ausmacht, ja, aber dass es so viel ausmacht.
Meinst du die Verbrennung? Kohle, Erdöl und so? Ja, also von diesem Gesamtding. Also das ist ja schon. Ich Wie sehe kann man schon. das, ja, ich weiß nicht, wie kann man das ignorieren? Verstehe ich nicht so ganz, ne? Aber. Nee. Naja, gut, ich bin selber einer, der es gern ausblendet. Muss ich schon sagen. Ist, glaube ich, auch menschlich. Aber ich bin auch keiner, der jetzt Entscheidungen treffen muss für Millionen Menschen in dem Land oder denke ich auch weltweit. Die sollten sowas nicht ausblenden. Gas. Eigentlich gar nicht so schwer, aber um das nochmal ganz, ganz klar zu machen: Das hier ist die gemessene Erderwärmung. Und das hier ist die Erwärmung, für die der Mensch verantwortlich ist. Wir tragen nicht nur einen großen Anteil an der Erderwärmung bei, wir sind die fucking OGs der Erderwärmung. Ja, aber das sagen bestimmt nur manche Wissenschaftler und andere vielleicht auch anders, weiß man ja auch nicht, was dann stimmt. Nein! Einfach nein. Kurzer Exkurs, woher meine Aussagen hier kommen. Es gibt viele, viele Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt. Muss ich kurz stoppen. Also, jetzt hat er doch die extremen Schwurbler reingebracht. Ja, ey, aber das. Aber auf eine Art und Weise, wo ich sage, ja, genau so sollst du wahrscheinlich einfach damit umgehen. Ja, aber weißt du, das ist beim Klima ist das so evident, dass diese, dass. Also, weißt du, bei Corona ist halt immer irgendwie so eine Sache, das ist alles so neu und bla bla bla, aber das ist ja eigentlich nicht neu mit der Klimakatastrophe oder mit dem Klimawandel. Und das ist echt, da ist es irgendwie so klar und da gibt es irgendwie so wenig Mindermeinung, nur dass, ja, ich weiß nicht, das muss das schon erwähnen, finde ich. Ja, vor allem, Also, weil macht das schon richtig. du willst die Rechnung ja gleich bleibt. Also beim Klima, du verbrennst dieses umweltschädliche Zeug oder machst Ja. umweltschädliche Sachen, Klima wird schlechter. So ganz banal und pauschal. Also bei Corona ist ja so, das Virus verändert sich, das hat dann andere Auswirkungen. Also da, Da kann man noch streiten, irgendwie. naja, also Ja. ich streite da jetzt wenig, aber Ich auch nicht, dass die ne? Leute ein bisschen durcheinander kommen, weil jetzt erst waren diese Stoffmasken okay, dann nicht mehr. Dann ist Ja, eigentlich genau. ganz ansteckend. Andererseits reicht es, wenn man das Fenster aufmacht in der Schule. Also, dass man da dann quasi so irgendwie ein bisschen in Zweifel kommt, was die Maßnahmen betrifft, nicht die Gefährlichkeit des Virus, Genau. kann ich nachvollziehen. Aber beim Klima, naja, okay. Nochmal zurück. Zaubermove. Den. Ja, genau. Nenn ihn mal um. Nenn ihn mal Nein, Zaubermove wir oder nennen jetzt. Nein, nein, sonst, irgendwann wird es fies. Also, ich bin ja sehr so. dankbar Genau. dafür. Genau. Sagen hier kommen. Es gibt viele, viele Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt. Die forschen dann teilweise zu ganz verschiedenen Aspekten vom Klima und um die Ergebnisse dann zusammenzutragen, gucken sich tausende Wissenschaftlerinnen gegenseitig ihre Forschung an, korrigieren, kontrollieren und fassen zusammen. Genau das ist der Weltklimarat oder IPCC. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Die Ergebnisse vom Weltklimarat sind also keine Entscheidung von irgendwie einer kleinen Gruppe, sondern basically die gesamte Klimawissenschaft der Menschheit. Und das, was da diese unzähligen KlimawissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt machen, wird sogar noch von über 170 Organisationen kontrolliert, die als Beobachter am Start sind. Mehr Seriosität und Unabhängigkeit geht nicht. Und wenn man diese sicheren Erkenntnisse dann leugnet, dann ist man kein Skeptiker oder Hinterfrager, dann ist man einfach auf demselben Level wie andere Aluhutträger, die meinen, dass Bill Gates kleine Kinder ist. Es gehören leider auch. Was Hat soll schon man mal sagen? jemand in der Nähe von Bill Gates kleine Kinder gesehen? Eben. Vielleicht hat Eben. er die alle verspeist. Genau. Ich kann es nicht sagen. Ja. Also für mich klingt nach einer Sache, dass wir hier was haben. Ja, eben. Also ich finde, Rezo sollte nicht so leichtfertig diese Leute da. Naja, er ist nicht groß, Naja. er ist nicht mehr so klein, weißt du? Er steht nicht mehr auf dem Speiseplan, er kann sich's erlauben. Genau. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, was soll man dazu sagen? Also mir fällt es ein bisschen schwer heute, weil Ja. die Sachen, die er sagt, sind so, ja, also wissen wir, also vielleicht nicht im Detail, ja, dass man sieht, so krass ist, aber dass es krass ist und dass es schlimm ist. Ich hätte es den Teil bis jetzt nicht so wirklich gebraucht. Also manche Sachen sind interessant, ja, aber es waren jetzt 6 Minuten, okay, also gut für Genau, wollte ich auch gerade Leute, sagen, ja, die für den sind, Einstieg. ja, okay, machen wir weiter. Glaube ich ganz gut. Ja. Politiker zu diesen Wissenschaftsfeinden und Aluhutträgern. Und davon gucken wir uns jetzt ein paar an. Bei sowas ist die AfD natürlich voll dabei. Sie leugnen den deutlichen Konsens in der Wissenschaft und sagen sogar, dass die Bundesregierung und der Weltklimarat die eigentlichen positiven Auswirkungen verheimlichen. Und wir sollten uns doch einfach anpassen, so wie Pflanzen und Tiere.
Was machen die Tiere nochmal? Was war da nochmal? Ach so, ja, die sterben ja so derbe aus, ne? Da war doch dieses Massenaussterben. Ja, nice. Lass halt daran orientieren. Gutes Argument, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Gut, also, ich weiß nicht, ob du gestern das Ding gesehen hast, dieses Viererduell der kleineren Parteien. Ja, so ein bisschen reingeguckt habe ich ja. Ja, war wieder köstlich. Also, hat man dann der AfD vorgerechnet, was ihr Programm anrichtet, und die Antwort war, die Zahlen stimmen nicht. Ja, Überraschung. Ja, so. Okay, cool. Ja, über die brauchen wir nicht mehr reden. Nee, komm, ey, AfD. Nee, kein. Ja, also, ja, Weide hat sich ja auch echt beim Klimaschuss, ja, genau, abgeschossen. Ja. Das habe ich gesehen, naja, ich komme, AfD. Eine FDP-Politikerin sagt, dass es mehr Extremwetterereignisse gäbe, sei Fake News. Also nicht so, das ist ein bisschen unsicher, da fehlen uns ein paar Daten. Nein, nein, sie bezeichnet das, was die Klimawissenschaft sagt, als Fake News. Als sie von einem Journalisten gefragt wurde, ob ihr der Tweet mittlerweile peinlich ist, sagt sie Folgendes. Nein, der Tweet ist mir nicht peinlich, sondern ich glaube, das ist gerade ein Bereich, wo wir mal Ideologien beiseite lassen müssen. Alle Forscher, die quasi solche Klimaveränderungen über Jahrzehnte, über Jahrhunderte betrachten, die sagen, das sind kleine Ausschläge an der Stelle. Das ist über die Jahrhunderte betrachtet eben nicht in der Brisanz, wie das momentan da ist. Und nee! Was? Die kennt man doch, die Bär. Oder? Nicola Bär, ja, also die kennt man, ja, ja, klar. Eieieiei. Na gut, das erklärt, warum die auch mit Technologie lösen wollen, ne? Weil. Die hat das echt als Ideologie bezeichnet gerade so. Ja, ja, das ist übel, oder? Also ich meine, das erklärt, warum FDP ja quasi keine allzu große Dramatik darin sieht und sagt, wir werden das schon irgendwann technologisch lösen. Ja, genau. Also, dann verstehe ich das aus ihrer Die FDP will irgendwann ganz große, keine Ahnung, Luftfilter irgendwie in die Luft schießen oder so. Keine Ahnung, was sie wollen. Hyperloops. Was sind Hyperloops? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es ist quasi die schlechtere Idee von einem stinknormalen Zug. Ja, das Ding ist wohl schlussendlich, viel weniger Menschen werden damit transportiert, aber deutlich schneller. Mhm. Und durch so eine Art Röhre wirst du da durchgeschossen. So ungefähr. Ich bin kein Techniktyp. Aber Final kann man ja auch mal sagen, vielleicht sollten wir erstmal das nehmen, was man hat, nämlich die Schiene und das ausbauen und so Busse und sowas. Wie viele Kilometer wurden abgebaut? 6.500, glaube ich. 6.500. In den letzten, seit der Wende, glaube ich, irgendwie 6.500 Kilometer Schiene wurden abgebaut. Wer war nochmal in der Regierung? Okay, egal. Egal ist es eben nicht. Ne? Also, ja. Aber ja, ich meine, warum die auf die Hyperloops kommen, ist klar. Dieser Frank Thelen, oder wie der heißt, Höhle der Deppen im Fernsehen, irgend so ein Investor-Typ. Ja. Der hat eben irgendwie wohl in eine Firma investiert, die sowas hat oder ist dran beteiligt in irgendeiner Form, frag mich jetzt nicht genau, aber der hat eine Million Euro an die FDP gespendet und kurz darauf taucht das dann im Wahlkampfprogramm auf. Überraschend. Ja, ich meine, gut, es ist egal, ob du von der FDP ein Blättchen im Briefkasten hast oder vom Netto. Nur das vom Netto kannst du dir vielleicht noch leisten. Der FDP nicht mehr. So, wir sind mal zurück. Mit der Zaubertaste, ich muss das nochmal hören. Aber es kann ja nicht schaden, sich das nochmal anzuhören. Das muss man sich mal anhören, ja. Nochmal. Betrachtet eben nicht in der Brisanz, wie das momentan da ist. Und nee, sagen die halt nicht. Das ist völliger Bullshit und widerspricht jeglichem wissenschaftlichen Stand. Diese Frau ist, by the way, nicht irgendwer, sondern Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Strong, FDP, strong. Aber es gibt daneben vor allen Dingen... Wusste ich nicht, dass die mittlerweile da ist. Ich dachte irgendwie, die wäre noch bundespolitisch aktiv, aber... Hätte ich jetzt auch nicht sofort drauf gehabt, ehrlich gesagt, aber ich habe die auch irgendwie nach Europa gesteckt zwar, aber so weit oben ist... Ist an mir vorbeigegangen, ja. Naja. Okay. Eine andere Partei, die bei Wissenschaftsleugnung extrem negativ auffällt, nämlich die CDU. Die Werteunion, das ist so eine Untergruppe der CDU, leugnet nicht nur den wissenschaftlichen Konsens und unterstützt Leugner der Klimakrise, sondern redet auch irgendwie davon, dass das alles nur so eine Verschwörung wäre. ForscherInnen sind angeblich Mitläufer, die nur Geld mit ihren Unwahrheiten machen wollen. Die Weltbevölkerung wird bewusst in die Irre geführt und in Wahrheit ist der wissenschaftliche Konsens nur 1%. Die lügen uns an. Das ist natürlich...
Ernsthaft? Oh, shit, ey. Ich meine, er hat ja das belegt. Ich habe jetzt keinen Bock, die Quellen mir rauszusuchen. Ja, vielleicht mache ich das halt mal, wenn ich für mich rede oder so. Aber brauche ich jetzt nicht in dem Video machen. Wird schon passen. What the fuck? Ja, 1%. Warum haben die denn überhaupt so eine, also auch medial, so eine Reichweite? Wieso gibt man das denen, wenn die auch nur so eine Untergruppe sind? Das finde ich da immer faszinierend, dass dann solche Leute so... Ist der Maaßen nicht bei denen? Ja, doch, oder? Oh, Maaßen ist doch bei denen. Ja, ich glaube, der ist... Oder hat er sich distanziert oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist er da im Dunstkreis, ja, oder zumindest im ideologischen Dunstkreis auf jeden Fall. Und, ja, laute Minderheiten. Irgendwie geben sich ein fancy Logo irgendwie, machen irgendwie wahrscheinlich multimedial irgendwie große Aufmerksamkeit. Und, ja, das AfD-Prinzip, so ein bisschen. Ne? Ja gut, die haben ja auch kein Problem, mit denen zusammenzuarbeiten, also von dem her. Eben. Naja, gut. Ich war nur überrascht, dass es tatsächlich so was in der CDU gibt. Hätte ich nicht erwartet. Also bei allem... Echt? Nee, ich hätte nicht... Doch, das habe ich schon erwartet. Echt? So krass? Ja. Ja, doch. Also die Werteunion und also die überrascht mich gar nicht, muss ich sagen. In der CDU gab es schon immer diese krass konservativen Bestrebungen und es gab schon immer die unter der sozialdemokratischen Kanzlerin gelitten haben und sich nur danach nach einem Friedrich Merz oder sonst wem gesehnt haben. Also die gab es da schon immer. Ja, also das hätte ich auch gesagt, aber dass man hier dieses wirklich so krass wissenschaftsfeindlich. Also ich gehe eher davon aus, dass die glauben der Wissenschaft, aber sie machen da nichts dagegen. Weißt du, so in der Richtung und biegen sich dann irgendwelche Sachen zurecht, weil wir können kein Tempolimit, weil Freiheit und so, weißt du, also... Ja, genau. So, weil das ja, keine Ahnung, ja, aber dass man wirklich so extrem sagt, nee, so Wissenschaft geht gar nicht, die lügen uns alle an, Ja, aber das sind dann, ja, okay, da hast du recht, stimmt. Also, das hätte ich nicht erwartet. Aber das ist schon ein bisschen überraschend, ein kleiner Teil, nein. Ja, laute Minderheit, ne, würde ich auch sagen. Absoluter Aluhut-Bullshit, wie wir im letzten Part schon gesehen haben. Die Werteunion aus der CDU sagt zum Beispiel auch, dass in Wahrheit nicht das CO2, sondern die Sonne das Klima steuert. Da haben wir ihn ja. Da ist er. Der Hansi. Ja, das ist wie mit Beetlejuice, wenn du dreimal den Namen zu oft gesagt hast oder so. Dann kommt er raus. Die Sonne steuert das Klima, nicht das CO2. Konservativer Aufbruch. Da sind schon zwei, das widerspricht sich ja schon. Aber okay. Das ist es aber, ja, das... Das ist ebenfalls faktisch einfach falsch. Und die Sonnenaktivität hat die letzten Jahrzehnte sogar abgenommen, während gleichzeitig die Temperatur gestiegen ist. Sonne runter, Temperatur rauf. Ihr kleinen Sherlocks, seid auf einer ganz heißen Spur, glaube ich. Aber das ist jetzt nicht die einzige Gruppe in der CDU, die so... Das macht er gut, also zwischendurch, also dieses Ding, das lockert das Ganze echt auf. Also da ist er auf jeden Fall ein ziemlicher Entertainer, also Respekt. Kommen wir mal zurück. Sherlocks, seid ihr auf einer ganz heißen Spur, glaube ich. Aber das ist jetzt nicht die einzige Gruppe in der CDU, die so drauf ist. Eine andere Gruppe aus der CDU spricht in Bezug auf den Weltklimarat von einem Weltrettungszirkus und Aktivismus. Also ihr erinnert euch, Weltklimarat, das waren die tausenden unabhängigen WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt, kontrolliert von über 170 Organisationen. Ja klar, mega unseriöser Aktivismus. Einer dieser CDU-Leute spricht... Wer war das da unten? Ja, hab ich mir auch gerade gewundert, keine Ahnung, wer das war. Ja klar, mega unseriöser Wer ist das? Sieht so aus wie so ein junger Unioner irgendwie, ne? Aber keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, sei der Kühnert, aber nee. Welche Gruppe könnte das sein von der CDU? Junge Union? Die sind ja auch immer so ein bisschen radikal. Weiß ich nicht. Oder der Arbeitgeberverband oder so. Also die Arbeitgeber. Ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Hat irgendeine Quelle unten angegeben gehabt. Okay. Vielleicht, aber... Ja, keine Ahnung, kenne ich nicht, wenn irgendjemand später auf YouTube das sieht oder so, oder die Person da unten im Bild kennt, gerne einen Hinweis, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Vielleicht auch dienliche Hinweise an Matthias, bitte. Täter, Opfer, Polizei. Genau. Nein, würde mich interessieren, vielleicht ist das auch irgend so ein YouTube-Meme oder sonst was ich einfach nicht kenne, weil ich zu alt bin. Wir sind über 30, Matthias. Nee. Wir sind raus. Also ich bin über 30. Wie alt du bist, weiß ich ja gar nicht. Also, so, zum Glück verrät seine E-Mail-Adresse nicht, aber egal. Nein, keine Angst. Ganz ruhig. Ja, hey, was ist jetzt los? Frankie, was war das?
Frankie, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, sag mir, was da gerade passiert ist. Ich verzweifle. So. Mach mal weiter, Matthias. Zivismus. Einer dieser CDU-Leute spricht sogar irgendwie davon, dass die Regierung abweichende Meinungen unterdrücken und aussortieren würde. Also hat schon nennenswertes Verschwörungsstudie-Level. Und auch hier, das sind nicht irgendwelche irrelevanten Randoms in der CDU, sondern Bundestagsabgeordnete. Diese Leute sitzen im Bundestag für die CDU. Und die werden da maybe mehr. Die CDU hat für diese Wahl sogar neue Leute ins Rennen geschickt, die so einen wissenschaftsfeindlichen Bullshit verbreiten. Das sind also Menschen, die im Kopf völlig abgehängt von der Realität sind. Und die wurden zur Wahl gestellt. Wie viele solcher Leute in den Bundestag kommen, entscheiden letztlich die Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl in ein paar Wochen. Aber es ist nicht nur ein Problem, wenn sich Politiker ganz bewusst nicht auf die Seite der wissenschaftlichen Erkenntnisse stellen. Es ist auch problematisch, wenn sie sehr, sehr close mit reichen Unternehmen sind, die ein großes finanzielles Interesse daran haben, dass wir die Klimakrise weniger bekämpfen. Surprise! Überraschung. Total. Ich finde das ja witzig, dass die da die CDU behauptet, die Regierung würde relevante Informationen unterdrücken. Ich glaube, die reden, das ist ja die CDU, die waren ja lange genug in der Regierung, die reden wohl aus Erfahrung. Und da, wenn es jetzt passt, holt man es dann wieder raus. Also ich halte das nicht für abwegig. Ich halte jetzt hier beim Klima schon für abwegig, aber ich glaube, in anderen Fällen macht es nicht jede Regierung irgendwie so. Also ich rede nicht von unterdrücken, aber von... Ja, im ersten Video hat er doch das auch gehabt, so, dass, ne, die Glöckner eine Studie zurückhält. Ja, genau. Also, ja, genau. Also die CDU hat recht, dass die CDU Sachen zurückhält. Ich würde sagen, die reden aus Erfahrung, also sie wissen schon, was sie da reden, aber ich glaube es in dem Fall tatsächlich nicht so sehr. Nee. Okay. Gucken wir an, was die reichen Firmen damit zu tun haben. Also ich bin vollkommen fertig, dass da jetzt irgendwelche reichen Firmen was gegen. Ja, ich bin total überrascht. Wirklich. Ja. Also, er kommt bestimmt gleich mit Kohleunternehmen oder sowas, ja. Also ist echt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also nein. Komisch, ja. Niemals. Ja. Also ich bin darum schockiert. Geht es jetzt im nächsten Part. Gas und Kohle, wir erinnern uns, ist Kacke fürs Klima. Deshalb sagt die Politik, ja, Guys, wir müssen es mit der Kohle, müssen wir sein lassen. Aber das ist natürlich sehr doof für Unternehmen, die mit sowas sehr, sehr viel Cash machen. Eines dieser Unternehmen ist RWE. Die machen dick Patte mit dem Verbrennen von Gas und Kohle. Also hat RWE natürlich ein riesiges finanzielles Interesse daran, so einen Kohleausstieg so lang wie möglich nach hinten zu schieben. Und da haben die auch einen ganz guten Hebel für, weil die sind sehr close mit der Politik. Das sieht man allein daran, wenn hohe CDU-Politikerinnen später im Vorstand von RWE landen oder wenn sich der Vorstandsvorsitzende von RWE mit dem Kanzleramtsminister in seinem Jagdhaus trifft, um abseits von der Bevölkerung Dinge zu besprechen. Jetzt könnte man natürlich sagen, nein Schatz, da läuft nichts. Wir sind nur ganz gut befreundet. Aber das zu glauben wird halt echt schwierig, wenn RWE einfach massig Politiker direkt bezahlt. Oh, dünnes Eis, oder? Da muss ich immer an diese Parteitage denken von sehr vielen Parteien, außer einer, wo diese ganzen Logos stehen. Wir bedanken uns bei unseren Spendlern. Und, genau, wir müssten eigentlich, die Linke müsste eigentlich so ein Schildchen stehen mit den ganzen Namen. Haben wir, beim letzten Parteitag hatte man so ein Ding, wir bedanken uns für die Unterstützung bei und dann... kommen ja echt die Symbole und bei uns stand unseren Mitgliedern. Weil wir das eben nicht machen. Der Özdemir von den Grünen wurde mal gefragt, weil die auch eine Millionenspende bekommen haben von irgendeinem Unternehmer aus Holland. Holland? Okay. Ja, und der mit irgendeiner Klimafirma oder sowas hat der unglaublich viel Geld verdient. Und da haben sie den gefragt, ja hier, wie kann das eigentlich sein, dass ihr seid ja gegen Spenden, ihr wollt nur 100.000 oder sowas als Maximum und jetzt nehmt ihr das an. Und der hat dann quasi so rumgedruckst ohne Ende, aber die Quintessenz war, naja, wir müssen es annehmen, weil die anderen es annehmen und die sonst einen Wettbewerbsvorteil haben. Am Marktlogik. Naja, weil die CDU mit dem Geld natürlich ihre Plakate und Kampagnen und Veranstaltungen macht, ich kann das schon nachvollziehen.
Manchmal stehen wir uns vielleicht auch ein bisschen selber im Weg mit unserer. Ja, es ist ja richtig, weißt du, es ist richtig, dass wir uns dann auch nicht den Anschein erwecken, aber am Ende guckt ihr an, wie viele Plakate wir hängen, guckt ihr an, wie viele Werbespots wir wann wo platzieren. Und wenn du nicht gesehen wirst, wirst du auch nicht gehört. Also, ich finde es schon richtig, aber ja, also kann ja. Die Grünen haben zum Teil, hat er zum Teil halt einfach recht. Deswegen kann ich mal, ja, in dem Fall mal vielleicht auch meine, für diese eine Spende meine Lanze auch für die Grünen brechen. Ich halte es nicht für richtig. Von mir aus kann der Staat mehr Geld in die Parteien geben und die Parteien dürfen dann dafür gar keine Spenden annehmen. Ja, nicht also, die etwas sauberere Lösung, weil sobald du Spenden annimmst, das ist halt, egal was für eine tolle Organisation es ist. Ja, es ist ja auch nicht utopisch. Also ich nehme das niemandem ab, dass er sagt, naja, dann höre ich da zumindest nicht noch mal hin auf ein Argument. Mhm. Also das glaube ich einfach nicht. Wenn der genau. eine Million Euro spendet, nee. Und wie gesagt, die Grünen haben jetzt, das haben wir jetzt hier gesagt, mit der Einspende, aber CDU und FDP ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Ja. Also ich glaube, was 3 Millionen und 2 Millionen im Jahr 2020 für CDU, CSU und die FDP oder sowas. Irre. Ich glaube, die FDP, kann es sein, dass sie sogar mehr bekommt als die CDU? Ich weiß gar nicht genau. Nee, ich glaube nicht. Ich dachte irgendwie, ich hätte das mal gelesen, okay. Nee, egal. Muss ich zurückkommen auf den Netto-Katalog? Also, ja, okay. Also, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen sputen. Meine Güte, wir haben ja schon über fast... Ja, es reden wir noch so viel. Du redest ich, zu viel. Ich, ja, genau. Wirklich. Wir sind zu zweit, das verdoppelt sich dann. Ne? Ja, okay. Okay. Oh, scheiße, 11 Minuten erst. Na gut, okay. Es sind echt viele Politiker auf der Payroll von RWE. Allein in Rheinland-Pfalz hat ein Drittel der Landräte im letzten... Ganz kurz. Freie Wähler. Das war ja wieder klar. Ja, das ist ein Barnim-Insider. Das, die sind bei uns recht stark und sind immer gegen alles und gegen Korruption und so weiter. Ich meine, jetzt muss man sagen, hier steht eine Person von denen drauf, aber es ist mir sofort aufgefallen. Habe ich einen Blick für. Ja, aber ansonsten CDU, SPD, ja, hauptsächlich CDU. Ja, das Übliche halt, ne? Guck mal, in Relation zum Gehalt. 129%. Boah. Meine Güte. Da frage ich mich zum Teil aber auch, was die verdienen. Auch wenn du gerade beim Freien Wähler jetzt auf Platz 2 53.000 bekommst und das nur 45% von deinem Gehalt. Ja, aber vielleicht bin ich einfach auch nur ein armer Schlucker. Kann ja auch sein. Gut, weiter. Ja, Geld von Energiegroßkonzernen bekommen. Meistens halt RWE. Und zwar 4- bis 6-stellig. Bei einem CDU-Politiker zum Beispiel circa 130.000 Euro. Okay, um das nochmal ganz kurz klar zu machen. Das ist ein Politiker, der vom Steuerzahler für sein politisches Amt bis zu 120.000 Euro im Jahr bekommt. Das ist viel mehr, als die meisten Menschen bekommen. Und dafür erwartet man dann von ihm auch, dass er ausschließlich im Sinne der Bevölkerung handelt. Und trotzdem entschied sich dieser CDU-Politiker dafür, dass er eine Nebentätigkeit für RWE machen möchte, für die er nochmal circa 130.000 Euro im Jahr bekommt. Ja, sind wir wieder beim Thema. Ich will jetzt gar niemanden pauschal unterstellen, auch wenn man es eigentlich müsste, dass man sich hier bestechen lässt. Aber allein den Anschein zu erwecken, kann doch nicht in deinem Interesse sein, wenn du für irgendwas gewählt worden bist. Und ich bin der Meinung, das sollte man tatsächlich komplett verbieten, so Nebentätigkeiten. Dann sollen sie von mir aus die ganzen Leute in den Parlamenten noch mehr Kohle kriegen. Von mir aus auch, wenn sie ausscheiden, noch länger. Mir egal, aber ich will nicht den Eindruck haben, dass Leute, die man gewählt hat, dass die nicht für alle da sind oder zumindest für die Gruppen, die sie bespielen, sondern für diejenigen, bei denen sie im Aufsichtsrat sitzen. Also das ist doch irre. Was waren das jetzt für Landräte oder so? Also ja, was für ein Level auch, oder? Boah, über 100.000, das ist Wahnsinn. Das ist echt... Das ist echt krass. Also vielleicht sind wir noch in der Bananenrepublik. Ich nehme das ein bisschen zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ist ja Wahnsinn. Landräte? Wer besticht denn Landräte? RWE offen. Ja, also ich finde es jetzt interessant, dass es jetzt auch so eine regionale Ebene geht. Ne? Also wir reden jetzt nicht mehr über Bundestagspolitiker, sondern halt über Regionalpolitiker. Ja gut, aber das sind ja die vor Ort entscheiden. Ja, aber sind wir mal ehrlich, wer kennt denn seinen Landrat? Ich glaube, wenn ich hier rumlaufen würde und 100 Leute fragen würde, wie heißt der Landrat im Barnim, und es ist kein irgendwie und den Landrat im Barnim anscheißen,
So, ich glaube, da kannst du in jedem Landkreis machen, dass wenn die wenigsten Leute werden wissen, wer ihr Landrat ist. Die kennen auch ihren Bürgermeister, aber den Ja, genau. Landrat. So, wow, also. Krass. Ich weiß nicht genau, wie viel. Vielleicht müssen wir es mal experimentell machen. Mal rumlaufen, 100 Leute befragen und mal gucken, wie viele es wissen. Das wäre doch mal Okay. was. Wieder ein neues Projekt für YouTube. Yeah, ich bin so hip. Oh. Weiter geht's. Also seine Haupteinnahmequelle war faktisch RWE und was er dafür im Gegenzug getan hat, weiß letztlich nur er selbst. Aber seine Gegenleistung scheint einen sehr hohen finanziellen Wert für RWE gehabt zu haben. Und so eine Masche ist auch nichts Neues. Schon Anfang der 2000er kam raus, dass über 100 Politiker von RWE bezahlt wurden. Und es sind auch damals zwei hochrangige CDU-Politiker zurückgetreten, weil sie verdeckt Geld von RWE bekommen haben. Ein anderer CDU-Politiker hatte neben seinem Würden Sie von diesem Mann ein Auto kaufen? Ah, sorry, der musste sein. guten Politikergehalt zusätzlich nochmal von RWE ein Jahresgehalt von 90 bis 120.000 Euro bekommen. Für einen angeblichen Nebenjob. Seine Statements dazu waren, und ich zitiere: So bewahre ich mir Bodenhaftung und Bürgernähe. Ich arbeite einfach mehr als der Normalverdiener. Und mit einer 40-Stunden-Woche schafft man das nicht. Aber wenn Sie 60, 70 Stunden pro Woche arbeiten, kriegen Sie das auch hin. Ja, das geht raus an alle Alleinerziehenden, an alle, die zwei Jobs nachgehen. Eigentlich müsstet ihr viel mehr. Moment mal, wenn die schon zwei Jobs nachgehen, warum haben die dann keine Hunderttausenden mehr? Ja, komisch, ne? Also, ich Arbeit nicht verstehe zu es nicht. wenig? Ja, Also echt, verrückt, boah, wirklich. Aber zum Glück hat er die Bürgernähe und Bodenhaftung behalten. was für ein arroganter Scheiß, echt. Brutal. Ey, da würde ich mich verkriechen, wenn ich bei sowas erwischt worden wäre. Aber nicht auf so Dass einem ihn das nicht, Bullshit. Also. dass ihn das nicht peinlich ist, stimmt. Na klar, du kannst es auch. Mit ein paar Tricks kannst auch du 100.000 Euro von RWE bekommen. Komm in die Gruppe. Jawohl, ja! Übrigens, Fun Fact, auch das ist kein Rando in der CDU, sondern aktuell stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Hier in diesem Video zum Beispiel seht ihr ihn, wie er so ein Nein! paar Jokes mit Laschet. Nein, aber mit Das dem passt ja wieder Video. jetzt. Oh, sorry Leute, ich bin ein bisschen krass verschnupft noch. Meine Tochter hat wieder den Bacillus Maximus aus der Kita mitgebracht. Ja, das hat ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender und auch noch bei dem in dem Lachvideo. Darüber habe ich genug gesagt. Aber ja, meine Güte. Kickt. Apropos Laschet. Gut, jetzt kommt die Sache mit der Enteignung. Da hat man ja am Anfang gesagt, er hat behauptet, ohne Grundlage, das ziehe ich stark in Zweifel. Aber ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Jetzt wird's noch abgefuckt und ich versuch's mal kurz zu machen. RWE wollen Kohle ausbuddeln und am liebsten würden sie dafür auch ganze Dörfer plätten, damit sie darunter noch mehr Kohle ausbuddeln und dann verbrennen können. Die Regierung meinte ja, jo Guys, wir müssen bald eh aufhören mit der Kohle so und musste deswegen entscheiden, ob RWE noch fünf bestimmte Dörfer für die Kohle plätten darf. Und dafür hat die Regierung dann ein Gutachten erstellen lassen. Und da stand drin, yo, wir kriegen das mit dem Kohleausstieg hin, ohne dass diese Dörfer geplättet werden müssen. Und dann passierte etwas Merkwürdiges. Dieses Gutachten wurde vom CDU-Wirtschaftsminister erstmal unter Verschluss gehalten. Ich ahne, in welche Richtung es geht. Es Ich auch. das Prinzip Hambacher Forst. Ups, ist schon weg. Oh nee, bitte nicht. Die Altmaier. Bevölkerung sollte es nicht sehen. Und dann wurde trotzdem eine Entscheidung getroffen. Die Regierung, also CDU und SPD, haben beschlossen, dass Dörfer geplättet werden sollen und dass viele Menschen ihr Zuhause verlieren und enteignet werden. Und erst nachdem die das beschlossen haben, mit insgesamt einem Jahr Verspätung, kam dann dieses Gutachten an die Öffentlichkeit, wo drin stand, dass das gar nicht nötig wäre. Aber warte mal. Der Staat darf doch eigentlich nur Leute enteignen, wenn klar ist, dass es fürs Gemeinwohl wichtig ist. Artikel Ach, 14. 14. 14, okay. Was nah dran. Okay, also jetzt kommt er mit dem Gemeinwohl. Also es gilt für ganze Dörfer wie für Schwimmhallen, habe ich jetzt gelernt. Von dem her wunderbar. Jetzt bin ich gespannt. Also Ja, ich eine auch. Grundlage gibt es nicht. Und wie haben sie es durchgezogen? Also, puh.
Das ist ja hier eigentlich gar nicht so der Fall und würde auch nicht zu dem Gutachten passen, das absichtlich zurückgehalten wurde. Das ist hier jetzt natürlich eine schlechte Rechtsgrundlage für das Enteignen von Menschen. Was für ein Zufall, dass die SPD und CDU letztes Jahr einfach gesetzlich bestimmt haben, dass der Betrieb eines RWE-Kohlekraftwerks notwendig ist. Oha, wenn man für so eine Notwendigkeit Leute enteignen kann, dann hat man für diese Notwendigkeit bestimmt krasse Belege, oder? Du bist der Jurist. Ja, also das Problem ist immer, genau, das Problem ist immer, dass der Exekutive, also der Regierung, immer so ein gewisser Einschätzungsspielraum gelassen wird. Ne? Also was ist notwendig, was ist nicht? Einschätzungsprärogative nennt sich das denn. Und ja, scheint hier aber wenn es evident ist, dass es halt eben das nicht ist, also die müssen schon Beweise bringen. Also einfach nur so eine politische Meinung reicht normalerweise dann nicht mehr aus bei Enteignung. Also ich meine, die deutsche Gesetzeslandschaft schützt das Eigentum eigentlich sehr gut. Ja? Also das scheint mir hier auch echt ein bisschen wackelig. Bin gespannt auf die Beweise. Die haben ganze Dörfer, machen die platt. Also das, und dann nur, ja, wir beschließen, boah, nee, oder? Ja, eben, also das klingt mir dann doch ein bisschen zu einfach. Einfach zu sagen, okay, wir beschließen das jetzt, das ist jetzt notwendig. Boah, das ist ja, vielleicht muss man dann doch mal in die Verweise irgendwie später nochmal reingucken. Aber L19. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dagegen nicht geklagt wurde, aber es muss ja irgendwie durchgegangen sein. Wir gucken mal. Ja. Belege für die angebliche energiepolitische Notwendigkeit dieses einen Tagebaus hat die Bundesregierung nicht vorgelegt. Okay, keine Belege. Aber es gibt sogar eine Studie, die untersucht hat, ob das Dörferplätten fürs Kraftwerk notwendig wäre. Vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und... Was stand da drin? Wir haben nachgewiesen in unserer Studie, dass es in der Tat energiewirtschaftlich nicht notwendig ist, diese Dörfer in dem Umfang abzubaggern. Weird! Und danach kam sogar nochmal ein Gutachten mit dem expliziten Ergebnis, dass dieses Kohlekraftwerk nicht notwendig ist. Also, CDU und SPD bestimmen einfach eine Notwendigkeit, durch die dann Menschen für RWE enteignet werden, ohne jegliche Belege und obwohl verschiedene Studien dem widersprechen. Und wenn ihr jetzt denkt, dass das schon extrem sass ist... Ich weiß nicht, was das sein soll, aber bevor das nächste kommt, holy shit. Mhm. CDU, die Enteignungspartei? Das ist, ja, genau. Immer noch an für wen, ne? Genau, das ist immer ganz wichtig, genau. Ah, scheiße. Das ist, ja, ne, keine Ahnung. Also aber das ist doch, dieses ständige, wir ignorieren einfach die Studien, wir machen das, was wir gerade politisch wollen und Macht vergiftet. Ich bin richtig baff. Also ich hätte damit nicht gerechnet. Also mit so krass, dass sie irgendwie die Studie irgendwie verschwinden lassen für eine Weile. Das haben wir ja im letzten Mal schon bei der Glöckner gesehen. Okay, dann ist quasi durchziehen, am Ende sagen, oh, haben wir uns geirrt. Das ist immer noch richtig beschissen. Vor allem, wenn wie im Hambacher Forst noch jemand dabei stirbt. Genau. Aber das wäre so ein Move, der hätte gesagt, ja, das traue ich denen zu. Aber sich so ohne, also sich selbst quasi rechts. Boah. Mal gucken. Mal gucken, was noch kommt. Ey. Es soll ja jetzt wohl noch schlimmer werden. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Ja, okay, schauen wir mal. Ich habe schon das Schlimmste gehört eigentlich. Also, ja, denkt man, ne? Jetzt mal gucken. Da geht noch was. RWE wollte mal, dass ein Wald geräumt wird, um den letztlich plätten zu können, damit sie mehr Kohle buddeln können. Ihr merkt, das ist so deren Ding. Aber die gesamte History über RWE und diesen Wald würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das hatte anfangs sogar eine rot-grüne Landesregierung entschieden. Ein Gericht hat dann zwischenzeitlich gesagt, nein, ihr dürft nicht plätten, weil nicht notwendig, aber dann irgendwie wieder doch. Und das ist halt alles ein bisschen messy. Aber eine Sache davon möchte ich euch gerne erzählen. Also, im Wald waren halt so Leute am Dauer protestieren, damit man den nicht platt machen kann. Sagt er jetzt das, was wir die ganze Zeit schon erzählen? Hambi? Ja gut, dann können wir lass mal das durchlaufen, da haben wir jetzt schon unsere Meinung ja quasi kundgetan. Dann können wir ein bisschen Zeit aufholen. Okay. Es sei denn, es kommt irgendwas ganz krass Neues. Mal schauen. WE wollte dann, dass die Regierung von Nordrhein-Westfalen, also wo Armin Laschet Chef ist, diesen Wald von den Besetzern räumt. Aber das konnten die gar nicht so auf Anhieb machen, weil es gar nicht klar war, ob die dafür überhaupt zuständig sind und ob es überhaupt rechtlich okay ist, wenn die Polizei da jetzt hingeht und die Leute rauszerrt. Das ist also erstmal schwierig. Aber am Ende hat die Laschet-Regierung einfach gesagt, wir räumen jetzt diesen Wald wegen Brandschutz.
Und das war halt weird. Viele dachten, dass das einfach ein Vorwand wäre, um halt genau das zu tun, was RWE gerne wollte. Aber der Innenminister von Laschet hat gesagt, nein. Mit RWE gab es hier gar keine Absprachen. Da habe ich auch gar keinen Kontakt gehabt mit RWE. Natürlich habe ich in meinem Leben mit RWE geredet. Würden Sie von diesem Mann ein Auto kaufen? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, das ist klar, aber in dieser Zeit kein und erst recht nicht so eine Aufforderung. Und später kam dann raus, es gab sehr wohl dazu mehrere Gespräche mit RWE. Hat er sich überraschend wohl vertan. Und es gibt sogar ein Videoleak, in dem Laschet zugibt, dass er hier unehrlich zur Bevölkerung war. Also Laschet hatte diesen Wald ja geräumt wegen Brandschutz. Und dass dieser Brandschutz nur ein Vorwand war, also eine erfundene Begründung, sagt er selbst in einem geleakten Video. Das Video darf ich aus rechtlichen Gründen nicht zeigen, aber ich zitiere mal. Ja, ich brauche auch einen Vorwand, sonst kann man dort nicht tätig werden. Ich wollte den Wald räumen, ich wollte den Wald räumen. Würden Sie diesen Mann als Kanzler wählen? Ja. Wow. Wow, wow. Also was ich am schlimmsten finde, ist einfach, was so dann auch an Vertrauen so in Politik einfach kaputt geht. Weißt du, ich meine, wie willst du doch Leuten irgendwie, genau, als Vertreter einer anderen Partei eigentlich noch, die sich sonst nicht mit Politik irgendwie auseinandersetzen, irgendwie noch sagen, ja nee, wir sind anders. Das glaubt doch kein Mensch mehr, wenn in so hohen Ämtern solche Leute solche Sachen abziehen. Ja. Dass da wirklich an Vertrauen in Politik kaputt geht durch solche Aktionen, das ist echt alles kriminell. Ich kann es gar nicht anders sagen, es ist kriminell. Also, ich weiß nicht, wie gesagt, du bist der angehende Jurist. Ich weiß nicht, wie weit kann man da jemanden eigentlich belangen? Also wenn er da so Vorwände vorschiebt, um dann solche Sachen zu machen und jetzt sogar mit Todesfolge in dem Fall. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht genau. Also kann ich dir jetzt so genau jetzt auch nicht beantworten, muss ich sagen. Also, ja, klar. Also du kannst, also für Dinge, die Politiker in ihrem Amt sagen, kannst du sie erstmal nicht belangen, wegen Redefreiheit und so, und oder weil die nicht eingeschränkt werden sollen und so weiter und so weiter. In dem Fall, ich weiß nicht, man müsste ja Laschet jetzt irgendwie nachweisen können, dass er sozusagen verantwortlich für diesen Toten ist. Und das, naja, der ist von so einer Brücke gestürzt, glaube ich, ne? Irgendwie so, ja, von so einer Hängebrücke. Ja, nee, also das Verantwortung für den Toten, das so weit würde ich nicht gehen. Also das ist schon arg krass. Ja. Ist eher so, ja, diesen Vorwand vorschieben, um diesen Wald zu räumen. Ne? Also da sowas, das, aber gut. Ja, dann die Rechtswidrigkeit wurde ja jetzt festgestellt. So, aber. Na ja, gut, man wird sehen. Da kommst du nicht durch, weil das war ja quasi eine politische Handlung und da kommst du eigentlich, glaube ich, nicht so gut ran, ne? So, ja. Das wäre, also wenn man das jetzt mal weiter spinnt, ist das auch eine heikle Nummer, ja, weil du kannst natürlich dann jeden Politiker für jede politische Handlung, also Verwaltungshandlung im Endeffekt nachher noch irgendwie belangen, das ist auch nicht unproblematisch. Nee, ist auch nicht gut, also in dem Sinne, ja, ist es auch nicht gut, da hast du recht, weil ja, du willst ja, dass Politiker auch mal was machen und nicht irgendwie lauter total zögerlich sind, weil sie wegen eigenem, genau, also, ne, also du willst ja, dass sie was tun. Deswegen, ja, aber das ist ja nun wirklich mit so einem krassen Vorwand. Ja. Also, ich sage auch nicht, dass Politiker keine Fehler machen dürfen. Sind ja auch nur Menschen, ja, ist normal. Ja, das ist ja hier Vorsatz, das aber, ist ja genau, hier nicht aber mehr. Das ist doch Vorsatz. Genau. Das ist doch was ganz anderes. Also ich. Naja, gut. Ja. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Muss ich nochmal zurück machen? Bevor ich jetzt, Frankie, falls du noch zuguckst, ich meine, das ist dir nicht böse. Ich bin wirklich super dankbar für den Tipp, ja? Aber jetzt nochmal die Zaubertaste. Dort nicht tätig werden. Ich wollte den Wald räumen. Ich wollte den Wald räumen. War jetzt nicht die beste Laschet-Impression. Come on, das ist schon... Sass. Okay, jetzt... Was heißt Sass? Mann, hab ich mir auch gerade gefragt. Er ist über 30. Man muss ihm das doch erklären. So, weiter geht's. Das heißt Sass. Okay, keine Ahnung. Ich google mal schnell, ja? Ja, komm. Google. Also, ich google gar nicht. Ich bin auf Ecosia. Oh, Werbung gemacht, sorry. Ja, wir kriegen kein Geld von denen. Würden sie auch nicht annehmen, wie wir vorhin. Suspicious heißt das. Verdächtig. Suspekt. Ja. Verräterisch. Ja. Yep. Dann sag's doch, Bub. Mensch. Echt mal. Suspicious. Ist noch ein letztes Beispiel für solche Moves. Diesmal auch nicht nur auf RWE bezogen. Die Welt verändert sich und deswegen gehen jedes Jahr manche Unternehmen pleite. Ist traurig, aber
halt die Realität. Aber für Kohleunternehmen, die ja selbst ganz stark dafür verantwortlich sind, dass sie ihr Business jetzt aufhören müssen, gelten auch da ganz besondere Regeln. Als Entschädigung bekommen sie jetzt Milliarden Steuergelder zugeschoben. Allein RWE und ein anderes Unternehmen bekommen über 4 Milliarden Euro Steuergelder. Das ist diese Zahl hier. Einfach als Entschädigung für den angeblich verloren gegangenen Gewinn. Aber warte mal, was denn für ein krasser Gewinn? Kohleunternehmen bekommen schon immer finanzielle Sonderbehandlung. Also zum Beispiel Schäden, die sie verursachen, werden zu großen Teilen von uns Steuerzahlern getragen. Und trotzdem strugglen viele von denen finanziell schon länger. Atomstrom ja genauso. Also, ne, für die Entsorgung zahlt ja auch nicht das Unternehmen. Deswegen ist der Strom ja auch so billig. Ja. Und es ist völlig klar, dass es für viele wahrscheinlich bald gar nicht mehr möglich ist, damit Gewinne zu machen. Also in einer freien Marktwirtschaft, wo jeder für seine eigenen Schäden aufkommen muss, wären die längst tot. Auch Experten sagen, dass diese über 4 Milliarden viel zu hoch sind. Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass knapp 2 Milliarden zu viel gezahlt werden. Das sind keine Peanuts. Nur zum Vergleich, 2 Milliarden Euro Steuergelder zu viel wären circa 4-mal die Steuerverschwendung von Andi Scheuer. Und selbst die... Ja, er schafft es immer wieder, das Ganze aufzulockern. Also das, oh Mann. Den Andi Scheuer kriegst du überall rein, oder? Wahnsinn. Ja, vor allem kriegst du ihn nirgendwo mehr raus. Und das ist das eigentliche Problem. Die EU-Kommission meinte, ey, Guys, das sieht hier irgendwie fishy aus, was ihr macht. Aber auf welcher Grundlage werden denn da unsere Steuergelder so krass vergeben? Das weiß niemand so genau. Es gibt zwar interne Dokumente mit Formeln, die auch so zu diesem Ergebnis kommen und in denen Zahlen für RWE sehr geschönt wurden, aber die Regierung meint, ach, die Formel, nee, also nein, so haben wir das nicht gemacht. Ja, liebe CDU, wie habt ihr das denn berechnet? Sag ich nicht. Aber warte mal, CDU, wieso sollte die Bevölkerung denn dann davon ausgehen, dass ihr die Zahlen nicht einfach künstlich für eure Kumpels bei RWE hochgepusht habt? Ja, ich kann da einfach nur die Walla-Garantie geben. Really? Unser CDU-Wirtschaftsminister... Was ist denn die Walla-Garantie? Walla? Keine Ahnung. Ja, okay, ist, egal. Na, Walla ist das, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz genau, was es jetzt heißt, ne? Aber, naja. Aber war auf jeden Fall... Also genau so stelle ich es mir vor. Der Mann ist so. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Eigentlich ist es nur noch traurig. Die gehören jetzt echt einfach mal raus aus der Regierung. Dieser ganze Filz, das ist einfach Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Wie kann man so agieren? Ja, aber weißt du, da kommt die SPD. Ich weiß nicht, ob die unverfilzter ist. Ich weiß nicht. Vielleicht noch ein kleines bisschen, möchte ich mir zumindest einreden. Ja, also ich muss sagen, wenn man jetzt die letzte Wahlperiode anguckt, die großen Fails hast du nicht bei der SPD gehabt. Ja, das ist wahr. So, das muss man einfach mal sagen. Das stimmt. Ja. Jetzt auch nicht, ne, sonst wäre ich in der SPD, aber ich bin schon aus gewissen Gründen nicht dort. Und auch der Scholz hat ordentlich Kacke am Huf. Ja. Ja, was auch jetzt alles so ein bisschen wieder rauskommt oder zumindest mal ermittelt wird. Muss man mal gucken, welche Richtung es geht. Wir werden da auch nicht vorurteilen, aber was Warburg oder Cum-Ex angeht, sind ja schon ein paar Sachen gelaufen, wo auch sehr große Erinnerungslücken hat, ne? Ja, das, aber weißt du, die armen Politiker, die haben so viel zu tun, da kann man sich nicht mehr zurückerinnern, was vor 3 Jahren war. Ne? So schade, dass man da auch seine Handys ständig löscht. Also bei Scholz jetzt nicht, aber bei von der Leyen und Scheuer. Scheuer. Egal. Der Minister möchte seiner Bevölkerung die Berechnungsgrundlage, auf der sie Milliarden unserer Steuergelder an diese Rich Dudes gibt, nicht nennen. Überhaupt gar nichts, Hass. Aber es gibt halt in manchen Parteien so viele Fälle von Politikern und Politikerinnen, die durch merkwürdige Verbindungen bis hin zu klarer Korruption negativ auffallen, dass wir diese Fälle jetzt hier nicht alle durchgehen können. Und ja, für viele von euch fühlt sich das jetzt maybe so ein bisschen frustrierend an. Deshalb geht es jetzt im nächsten Part darum, ob es überhaupt Hoffnung gibt, dass wir die Klimakrise noch derbe abschwächen können. Okay. Irgendwie ist das mit der Klimakrise doof und irgendwie liegt es halt vor allem am CO2, das wir in die Luft ballern. Aber bevor wir jetzt darüber reden, wie wir das lösen, stellt sich ja erstmal die Frage, müssen wir hier überhaupt was lösen? Was? Oh
Wird das Gas weggeraucht? Kennst du das Original? Ich weiß es nicht genau. Was ist das Original? Das Original heißt, wer hat das Gras weggeraucht? Und das Lied geht, wer hat das Gras weggeraucht? Der Neger. Wer rammt dir den Penis in den Bauch? Der Neger. Und wenn ihr euch fragt, woher ich das kenne, Realschule, 8. oder 7. Klasse, Musikunterricht. Was? Da durfte jeder mal irgendwie ein Lied mitbringen und das hat man dann angehört und dann quasi analysiert. Und einer meiner Mitschüler hat dann dieses Lied mitgebracht und der Lehrer hat dann gesagt, also er findet das sehr rassistisch. Und dann hat der Schüler gesagt, naja, aber es hat ja ein Schwarzer quasi gesungen. Und da hat er gemeint, ja gut, dann ist okay. Und jetzt habe ich gerade total die Flashbacks, weil wer hat das Gas weggeraucht? Ganz ehrlich, das ist doch eine Anspielung. Das muss von diesem Titel sein. Wer hat das Gras weggeraucht? Ich kann es nicht. Ich glaube aber auch, dass der Rapper damals das also auch wirklich so nach dem Ding gemeint hat. Ich sehe immer an, allem ist der Neger schuld. So, ne? Deswegen der Neger. Und ist total vom Also du meinst, weg, mein, aber, also ja, okay, also quasi selbst betitelt. Ja, ja, genau. So, ja, okay. Vom Künstler selbst, dass er sagte, so, ja, wir sind immer an allem schuld, wir Schwarzen und deswegen. Verstehe. Ja, okay. Hat das schon Sinn gemacht, ja. Das halbe Thema vorbei, aber ich hole das gerade total ab. das ist so 100 Jahre altes Lied. Ich weiß nicht mal von wem genau, müsste ich mal in einer Suchmaschine meines Vertrauens nachforschen, um eine Werbung zu machen. Lieber Stefan, ich werde nicht gesponsert, so wie du. Ich werde nicht gesponsert. Nein, von. Wirklich? Ja? Man hätte ja denken können. Nein, sonst hätte ich schon längst das Logo hier irgendwo. Also, wer hat das Gas weggeraucht? Der Laschet. Nicht jedes Land ist gleich viel für die Klimakrise verantwortlich, weil eben nicht jedes Land gleich viel CO2 in die Luft geballert hat. Deutschland hat bisher doppelt so viel CO2 erzeugt wie der gesamte afrikanische Kontinent. Okay, das finde ich jetzt schon mal sehr geil, dass er so ein bisschen auf die deutsche Verantwortung kommt, weil wir auch immer auch bei uns in der Gemeindevertretung im Bernau jedes Mal, ja, die Chinesen, wenn man dann aber am Ende mal umrechnet. Wir können nicht die Welt retten alleine. Ja, genau. Wenn man dann aber am Ende mal umrechnet, CO2-Verbrauch pro Bevölkerung, also auf die Bevölkerung runter, wie hoch unser Anteil dann ist im Vergleich zum chinesischen, das ist der Wahnsinn. Und schön, dass er mit diesen Mythen aufräumt. Und auch das hier mit Afrika ist ja krass. Also, ich meine, klar, die müssen ja auch nicht so viel CO2 produzieren oder können auch nicht, weil wir ja für die ganzen Veredelungen zuständig sind. Ja. Also die bauen das Zeug an und so und holen es aus der Erde. Aber wirklich produktive Sachen machen natürlich dann die Europäer damit oder die Amerikaner und so. Das ist also ganz klar, auf die Idee zu kommen, dass man da unten ja auch mal ein paar Firmen hinstellen könnte, um Fluchtursachen zu bekämpfen oder so. Na, komm schon. Schlecht für die Wirtschaft, Matthias. Schlecht für die Wirtschaft. Ich meine, ist doch krass. Deutschland ist das Schokoladenherstellerland. Obwohl hier keine Schokolade wächst. Ja, nee. Muss ich das mal so, ne? Aber, ne. Ja, okay. Netter Fakt wusste ich noch nicht. Ja, ja, das ist schon verrückt. So. Ne? Aber, okay. Gut. Zum Vergleich, das Afrika, das Blaue da drin, Deutschland. Ja, Rezo, dass Afrika nicht schuld an der Klimakrise ist, ist klar. Aber was denn mit China? Die sind doch viel mehr schuld als wir. Really? Gucken wir uns das gern mal an. Von dem gesamten CO2, das die Menschheit bisher in die Luft geballert hat, ist China für so 13% verantwortlich und Deutschland für so 5,5%. Die ganz Smarten von euch merken jetzt schon was. China hat ca. 17 mal so viele Einwohner wie wir. Unser Anteil ist aber gar nicht ein 17. von China. Auch nicht ein 1/8, sondern eben so viel. Im Verhältnis zur Bevölkerung, und nur das macht Sinn, sind wir viel mehr für die Klimakrise verantwortlich, als es China ist. Das heißt nicht, dass die keine Verantwortung tragen, aber Deutschland gehört grundsätzlich zu den absoluten Hauptverantwortlichen in dieser Sache. Und das ist eine gemessene wissenschaftliche Tatsache. Okay, das ist jetzt natürlich ein Zitat Alice Weidel, die Zahlen stimmen nicht. Was? Zitat Alice Weidel. Achso, Alice Weidel, ja. Die Zahlen stimmen nicht. Die stimmen einfach nicht. Nee. Passt mir Fake nicht, News. Stimmt nicht. Egal. Klimazirkus. Alles ideologisch. Genau. Wie Frau Bär sagen würde, ne? Oh na, aber was können wir denn jetzt tun? Okay, wir können nichts mehr dagegen tun, dass es noch wärmer wird und dass diese ganzen Effekte der Klimakrise noch schlimmer werden. Aber alle sind sich einig, dass es am besten nicht
wärmer als 1,5 Grad werden sollte. Wir erinnern uns, wir sind schon bei über einem Grad, also haben nicht mehr so viel Puffer. Das mit den 1,5 Grad haben auch die meisten Länder der Welt miteinander als Ziel vereinbart und dafür sogar schon vor ein paar Jahren einen Vertrag geschlossen. Dieser Vertrag heißt Pariser Abkommen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und auch da steht halt dieses Ziel von 1,5 Grad drin. Okay, bis wann muss Deutschland mit dem CO2-Ballern aufgehört haben, um dieses Ziel zu erreichen? Bis so grob 2032. Das sind noch so grob 10 Jahre, ne? Und das sagt nicht ich, sondern jede seriöse Quelle, die ich gefunden habe, darunter auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung. Okay, das Ziel ist klar. Wir haben nicht mehr so viele Jahre, um mit dem CO2 ziemlich aufzuhören, also klimaneutral zu werden. Aber wie können wir das denn schaffen? Um es simpel auszudrücken, wir müssen halt fix aufhören, Kohle, Benzin und so ein Shit zu verbrennen. Obviously. Das bedeutet aber, dass wir unsere Energie, also für Strom oder Heizen oder so, irgendwie anders herstellen müssen. Und es ist eigentlich unumstritten, dass dafür vor allem mehr Solar- und Windkraft hier in Deutschland nötig ist. Ganz kurz, kam gestern bei diesem Viererduell auch, wenn man alle Wahlprogramme quasi durchrechnet oder davon ausgehen würde, dass jede Partei alleine regiert, würde kein Wahlprogramm von keiner Partei, auch nicht von den Grünen oder auch unseres nicht, dann quasi dazu führen, dass wir dieses Ziel einhalten. Das, das habe ich auch gelesen, letztens. Ja, wo ich mich dann frage, vielleicht sind wir einfach zu spät dran. Also das heißt nicht, dass man jetzt gar nichts machen sollte. Man muss jetzt so ambitioniert wie möglich da rangehen. Aber wenn wir jetzt 10 Jahre noch mehr Zeit hätten, könnten wir es wahrscheinlich mit etwas weniger Anstrengungen schaffen. Aber wir haben einfach viel zu lange verpennt. Und allein deshalb sollten diejenigen, die da so verpennt haben, vielleicht nicht unbedingt weitermachen. Ich meine, es sind ja bald mal Wahlen, kann man ja mal so ein bisschen... Immer drüber nachdenken mal, ne? Ja. Also, viel mehr. Das sagen wissenschaftliche Institute, das sagen Bundesämter. Das ist absolut klar. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was macht die Regierung? Das gucken wir uns jetzt im letzten Part an. Hey, Spoiler. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wirklich, ja, das hätte ja sonst was kommen können jetzt. Ne? Aber das große Scheitern, das ist ja jetzt auch schon wieder sehr überraschend. Ja, wirklich. Ja. Also, manche Politiker nehmen die Klimakrise ernster als andere. Das sieht man allein in Abstimmungen. Als die EU mit großer Mehrheit den Klimanotstand beschlossen hatte, stimmten die CDU, FDP und AfD vergeblich dagegen. Auch als die EU im letzten Jahr mit großer Mehrheit beschlossen hatte, mehr gegen die Klimakrise zu tun, stimmten CDU, AfD und FDP vergeblich dagegen. Ihr seht, da gibt es so ein bisschen Grüppchenbildung. Und das zeigen auch Auswertungen, die sich angeguckt haben, wie oft PolitikerInnen aus den verschiedenen Parteien für bzw. gegen Klimaschutz gestimmt haben. Ja, aber nur weil die CDU nicht so geil abstimmen, heißt es doch nicht, dass die nichts auf die Kette kriegen. Ich habe gehört, dass die ein Klimapaket auch beschlossen hatten, haben. Die packen das jetzt an, sagen die. Ja, cool, danke für den Einwurf. Gucken wir uns mal gerne an. Also, die CDU und die SPD haben gemeinsam ein Klimaschutzgesetz gemacht oder Klimapaket. Aber praktisch alle WissenschaftlerInnen sagten dazu, dass das, was da drin steht, nicht reicht. Also nicht so, es ist ein Ticken zu wenig, sondern es ist unfassbar zu wenig. Was ich da geil fand, hat man ja mitbekommen, ist ja nicht so lange her. Während quasi danach die Regierungsparteien sich jeder gegenseitig darüber so sehr gefreut hat, dass das Urteil kam, das gesagt hat, dass ihre Gesetzscheiße ist, weil sie ja jetzt wirklich mehr machen können, wo ich so dachte, Leute, wer soll euch das eigentlich abnehmen? Scholz jetzt hier hinreißen lassen und sagen, dass es ein richtig cooles Urteil ist. Ich dachte, komm schon, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ihr habt dieses Ding gemeinsam verabschiedet und naja. Was soll ich sagen dazu? Ja, alles gut. Ich finde es nochmal, kann man immer wieder mal erwähnen. Ja, das schon. Auch verschiedene Gutachten, die die Bundesregierung selbst in Auftrag gegeben hat, kamen zu dem Ergebnis, dass das nicht reicht. Übrigens nur zur Einordnung, Olaf Scholz, also der Kanzlerkandidat der SPD, stand nicht nur hinter diesem Gesetz. Genau das, was von der Wissenschaft als wirkungslos zu wenig bezeichnet wurde, hätte er am liebsten noch abgeschwächt. Okay, also SPD und CDU haben dieses Klimaschutzgesetz gemacht und Expertinnen haben gesagt, das ist wirkungslos, Politikversagen, bla bla bla. Wenn die ExpertInnen das sagen, verändert man das dann? Nö. Aber weißt du, wann man das Gesetz ändert?
wenn man vom Bundesverfassungsgericht dazu gezwungen wird. Denn genau das ist passiert. Das fucking Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass dieses Klimagesetz von CDU und SPD so mangelhaft ist, dass es nicht mit unserer Verfassung vereinbar ist. Wow! Cool. Mhm. Ganz großes Kino. Das sind die Profis. Deshalb waren CDU und SPD halt dazu gezwungen, dass sie dieses Gesetz nochmal anpassen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Bundesregierung hat das Ziel 1,5 Grad, haben die unterschrieben. Und sogar deren eigener Sachverständigenrat sagt, dass wir dafür in so 11 Jahren klimaneutral sein müssten. Und was schreiben CDU und SPD in das neue Klimaschutzgesetz? Lass mal in einem Vierteljahrhundert klimaneutral sein. Ja, ey. Come on, wofür habt ihr denn so einen Sachverständigenrat, wenn ihr sowieso irgendwelche Jahreszahlen würfelt und macht, was ihr wollt? Was erhofft ihr euch davon? Dass sich die Naturgesetze verändern und nach eurem Zeitplan richten? Ey, Junge, grow the fuck up. Hier geht's um was. Aber SPD und CDU fallen nicht nur darin auf, dass sie im Fortschritt und den eigenen Zielen scheitern, sie verhindern Fortschritt sogar aktiv. Darum geht es jetzt. Feuer. Luft. In den letzten 10 Jahren wurden so 100.000 Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien abgebaut. Das ist ja schon mal keine Das ist auch krass, oder? Dass man in diesen Zukunftstechnologien so viele Arbeitsplätze verloren hat und gleichzeitig ja, mit Milliarden quasi die Arbeitsplätze noch rettet, die... Versteh mich nicht falsch, das will jetzt nicht beides gegeneinander aufwiegeln. Ja, die Leute, die da jetzt noch in der Kohle arbeiten, die haben ja auch ein Recht darauf, dass sie weiter leben können in ihrem Lebensstandard. Aber dass man einfach die anderen dann so untergehen lässt, das ist was, das kann ich nicht nachvollziehen. Geile Tendenz, weil wir das ja eigentlich extrem ausbauen müssten. Also nur kurz zur Übersicht. Das hier ist der Energieverbrauch in Deutschland. Und diese bunten Dinger hier unten, das ist der Anteil, den wir aus den erneuerbaren Energien bekommen. Wow. Wenn wir 1,5 Grad einhalten wollen, also bis 2032 klimaneutral sein wollen, dann müsste es sich in nächster Zeit so entwickeln. Selbst wenn wir nicht sagen 2032, sondern 2040. Wir schieben es einfach nochmal der... Klingt jetzt nicht machbar. Nee. Also, um Gottes Willen. Also, wir müssen es irgendwie hinkriegen. Aber, also, mir fehlt da echt die Fantasie. Also, weißt du, ich finde ja immer diese Idee, dass man die Dächer mit Solarpanels ausstattet. Ich bin jetzt da nicht so bewandert drin, aber ich finde diese Idee ja irgendwie ziemlich smart, weil die Sonne knallt ja oben drauf und macht dir das Dachgeschoss heiß und weiß man nicht, warum, was dagegen so spricht. Also, da bin ich jetzt kein Experte so und will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke halt immer, was spricht eigentlich dagegen so? Das ist immer so ein bisschen das Problem bei diesen Reaktionsvideos. Wenn man sich vorher angucken würde, das Ding, und sich vorbereiten könnte, hätte ich jetzt was rausgesucht. Es gab wohl mal so ein Gesetz, dass man, wenn man selber Strom produziert, gerade auf seinem Dach, dass man dann quasi das, was man, dass man dann seinen eigenen Verbrauch natürlich deckt, und das, was man drüber hat, speist man ins Netz ein und bekommt dafür noch Geld. Und das haben dann die großen Stromunternehmen, fanden das scheiße. Ach echt? Weil sie ja dann weniger Strom verticken können und teilweise die anderen auch Geld bekommen. Und dann hat man das so geändert, dass es für die Leute quasi nicht mehr sich lohnt. Und seitdem ist das auch mit den Solardingern zurückgegangen. Ganz grob jetzt, ja. Ich habe das jetzt nicht so gut gesagt, aber so ungefähr war es. Fällt dir nichts mehr zu ein. Also wir hatten das, was du sagst, mit den Solardingern, das war mal auf einem guten Weg und dann hat man es von der Politik aus mit Absicht eingestampft. Ja, genau. Da sieht man halt einfach, wie ernst das manchen halt eben nicht, einfach halt, nicht ist. Ne? Das meine ich halt mit dem, jetzt müssen wir so viele Sachen machen in so kurzer Zeit. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Wir müssen es irgendwie schaffen, ja, zumindest ansatzweise. Aber es wird wahnsinnig sein, dass die Leute dann mitzunehmen bei diesen ganzen Veränderungen, die auf uns zukommen. Und das hätten wir nicht so haben müssen, wenn wir 10 Jahre vorher angefangen hätten. Ja, wahrscheinlich noch früher, aber. Ja, aber genau. Dann wäre es jetzt nicht so krass. Also. Naja. Aber nach hinten. Ja. Selbst dann müsste die Entwicklung so sein. Okay, um klarzumachen, wie sehr wir auch an diesem Ziel gerade scheitern, selbst für 2040 klimaneutral, müssten wir jedes Jahr so viel Solar bauen. Und wisst ihr, wie viel wir zurzeit bauen? So viel. Das ist weniger. Autsch. Als das. Für Wind gilt das Gleiche. Selbst wenn wir erst 2040 klimaneutral sein wollten, dann müssten wir jedes Jahr so viel Windkraft bauen,
Und wir bauen aktuell so viel. Das ist noch weniger als bei Solar. Aber sag mal, warum war denn der Ausbau von Windenergie 3 Jahre vorher so hoch? Das ist ja mehr als 3-mal so viel. Das ist ja super runtergegangen. Könnte das daran liegen, dass die CDU, auch gemeinsam mit der SPD, verschiedene Drosselungen für Windräder beschlossen hat? Wow, strong guys. Ihr habt's geschafft, eine Situation, die schon nicht gut war, noch um Vielfaches schlimmer zu machen. Ist ja auch so auf seine Art eine Kunst. Das gilt übrigens auch für Armin Laschet. Seitdem der in Nordrhein-Westfalen regiert, ist der Windausbau von hier nach da gedroppt. Und deshalb ist Nordrhein-Westfalen ja eines der Länder, das am meisten tut, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Okay. Ja, Armin, laber einfach nicht. Laschet hat Anfang diesen Jahres noch vor zu vielen Maßnahmen beim Klimaschutz gewarnt. Unter ihm wurde die Energieagentur NRW gekillt und die Stabsstelle für Umweltkriminalität zerschlagen. Was so auffällig war, dass es dafür gerade einen Untersuchungsausschuss gibt. In NRW ist sogar letztes Jahr noch ein neues Kohlekraftwerk an den Start gegangen, obwohl es rechtswidrig war, das überhaupt zu bauen. Das hatte ein Oberverwaltungsgericht neulich noch mal klar. Der hat ja sogar das Klimaschutzministerium abgeschafft, ne? Der Laschet. In seinem Bundesland. Die hatten, ich glaube, unter Hannelore Kraft war das, glaube ich, noch, hatten die noch ein Klimaschutzministerium. Das hat er abgebaut. Nur mal so nebenbei. Laschet. Ja, da braucht ja kein Ministerium, um was zu machen. Nein. Es gibt ja auch kein Polizeiministerium und das arbeitet. Ja, genau. Oder ein Abfallministerium und trotzdem schaffen wir es, Abfall zu machen. Weißt du, also komm, da brauche ich doch jetzt auch kein Klimaschutzministerium, um mich um Klimaschutz zu kümmern. Matthias, du bist ein schlauer politischer Kopf, du hast mich überzeugt. Ja, würde ich zurückweisen, aber okay. Ah, entschieden. Auch Laschets Versprechen über den abgemachten Kohleausstieg werden nicht eingehalten. Armin Laschet meint, wir sind Vorreiter beim Klimaschutz. Wer? NRW? Bestimmt nicht, hatten wir gerade. Und Deutschland bestimmt auch nicht, weil wir in internationalen Vergleichen auch nicht vorne dabei sind. Dieses ganze Vorreiter, ja, läuft doch schon mega geil Gelaber, deckt sich halt in keiner Form mit der Realität. Sorry! Und damit kommen wir jetzt zum Abschluss. Und weil es sonst nicht wirklich reinpasst, hier ein kurzer Shoutout an diese Leute, die mir echt bei manchen Fragen für die Recherchen ziemlich weitergeholfen haben. Aber vor allem danke an Lisa, mit der ich diese Videoreihe gemeinsam gemacht habe, und an Jakob, der den Schnitt macht. Okay, jetzt letzter Part. Also, versteht mich nicht falsch. Wir können immer noch echt viel schaffen und die Kurve kriegen. Aber jetzt ist literally die letzte Chance. Wenn die nächste Bundesregierung dieses Thema noch ein paar Jahre nicht so ernst nimmt und ansatzweise so weitermacht, wie es CDU und SPD bisher tun, dann schaffen wir das nicht mehr. Wir haben ein festes Kontingent von CO2, das uns bleibt. Wenn das aufgebraucht ist, ist das aufgebraucht. Und wenn wir jetzt nicht viel schneller abbremsen, dann müssen wir eine umso krassere Vollbremsung in ein paar Jahren machen. Wenn ihr mit dem Auto auf ein Stauende zufahrt, dann sagt ihr auch nicht so, ja, lass mal nicht so langsam abbremsen, sondern ein paar Meter vorher halt Vollbremsung machen. Nee, aber genau sowas machen wir gerade. Sogar noch schlimmer, weil SPD und CDU nicht mal am Stauende anhalten wollen, sondern literally erst später. Woher so eine realitätsferne Politik kommt, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass in der CDU hohe Politiker wissenschaftsfeindliche und verschwörungsideologische Dudes sind. Oder es liegt daran, dass manche in der Politik einfach kognitiv schon an den wissenschaftlichen Basics scheitern. Maybe liegt es auch daran, dass viele Politiker nachweislich auf der Payroll von Kohlekonzernen stehen und für diese ganz offensichtlich Vorwände schaffen, intransparent Steuergelder rumschieben. Würden Sie von diesem Mann ein Auto kaufen? Gegen rechtsstaatliche Grundprinzipien aushebeln und Menschen aus ihrer Heimat. Reißen Sie da gerade eine Kirche ab? Die, ja. Ich glaube, ja. Die CDU reißt eine Kirche ab? Sachen gibt's. CDU? Ja, komm. Aber komm. Das C und christlich bei der CDU, naja, komm. Ja, man beruft sich ja immer darauf, weißt du? Also, ich finde es schon. Hast du das, bei den Katholiken ist es ja so, du kannst so, ich weiß nicht, wie es bei den Evangelien ist, du musst so ein Gebäude, ist ja erstmal nur ein Gebäude, aber erst wenn es dann quasi heilig gemacht wird, hat es diesen sakralen Dinger, und du kannst auch wieder quasi das heilige Ding wieder rausnehmen. Ah, okay, ja. Musst du so quasi so aberkannt werden. Naja, das machen wir in einer Art Prozession oder so, ich weiß nicht, ja, klar. Den heiligen Geist mit rausnehmen, ich weiß es nicht, weiß ich, wird rausgeklagt oder so, Eigenbedarf, keine Ahnung. Aber
Ja, klingt nach Verwaltungsakt. So. Es werden sich nicht allzu viele religiöse Menschen auf diesen Kanal verirren, da bin ich mir sicher. Wenn nicht, könnt ihr uns ja helfen in den Kommentaren. Also. Du bist doch ein richtiger YouTuber, ich sehe schon. Woran es liegt, dass unsere Politiker bisher die Klimakrise nicht richtig bekämpfen, weiß ich nicht. Aber letztlich ist das auch völlig egal. Ich finde es nur ganz kurz, ist schon krass, wie er sich hier einen abstrampelt, um das ganze Thema, also nun wirklich zu sagen, wie wichtig das ist. Und wir machen einfach in einer Tour nur blöde Witze. Oder sagen wir so, ich nehme es auf mich. Es tut mir leid, ich weiß, wie ernst das ist, aber ich ertrage es sonst fast nicht. Genau, also das ist manchmal echt nicht mehr zu ertragen. Also es ist einfach, also ich weiß nicht, ich finde diese, im letzten Video war ja Inkompetenz, also ich finde es halt einfach Ignoranz oder mir fällt gar kein Wort dazu ein, wie die herrschenden Politiker, nenne ich jetzt mal, einen großen Teil von der CDU, wie die halt einfach agieren, wie, also weiß ich nicht, das ist echt, eigentlich macht es einen sprachlos, ja, so. Egal, diejenigen, die am meisten unter dieser Krise leiden werden, sind die Jungen. Die krassen Folgen, das größte Leid trifft die jüngeren Generationen. Wenn ihr jetzt gerade über 50 seid, dann werdet ihr die Klimakrise nur in ihren Anfängen mitbekommen. Wenn ihr also für euch entscheidet, dass euch das Thema gar nicht so wichtig ist, dann kann ich das ein Stück weit verstehen. Denn letztlich ist sich jeder am nächsten. Und die jungen Leute, die werden schon damit klarkommen. Ich meine, andere Generationen haben Weltkriege durchgemacht. Da wird ja wohl so eine internationale, dauerhafte Katastrophe machbar sein. Aber vielleicht denken die älteren Generation ja auch gar nicht so. Ich weiß jedenfalls, dass meine Eltern und meine Großeltern nicht so denken. Denen ist extrem wichtig, dass es ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln gut geht. Dass für sie ansatzweise die gleichen Lebensgrundlagen noch auf dieser Erde vorhanden sind. Dass sie nicht zu den hunderten Millionen Flüchtlingen gehören werden, die ihre Heimat nur wegen dieser Katastrophe aufgeben müssen. Dass ihre grundlegenden Freiheiten nicht weggenommen werden, nur weil wir jetzt nichts verändern wollen. Denn ihr, also die Älteren, entscheidet. Allein die über 60-Jährigen haben mehr Wahlmacht als alle unter 40. Allein ein Teil der Rentner entscheidet mehr über die Zukunft als alle Menschen unter 30 Jahren. Ihr entscheidet über die Zukunft der jungen Generationen. Das sind dieselben jungen Generationen, die während der Corona-Krise ihre eigene Freiheit für die Älteren eingeschränkt haben. Die Abstriche im Hier und Jetzt gemacht haben und Veränderungen akzeptiert haben, um nicht primär sich selbst, sondern 50, 60, 70-Jährige und so zu schützen. Wenn du Kinder hast, das war ein starker Punkt. Wenn du Enkel hast, dann willst du sie auch schützen. Natürlich willst du das. Aber das hilft alles nicht. Solange du dafür wärst, dass man ja so weitermachen könnte, wird irgendwie klappen. Nee, wird es nicht. Ihr habt die Zukunft der jungen Leute in der Hand und ohne euch können wir das nicht schaffen. Das war Part 2. Bald kommt der finale Part. Peace. Ich bin raus. Starkes Bild. Okay. Also, Zitat. Krass. Krass, krass. Also, dritten Teil angekündigt. Nicht schlecht. So, stoppen. Zack. Da sind wir. Da sind wir. Ja, scheiße. Also, ich bin gespannt, was er jetzt im dritten Teil noch macht. Mhm. Das Ende war nochmal richtig, hat mich nochmal richtig abgeholt. Ja. Bin gerade so ein bisschen sprachlos, also muss ich erstmal sacken lassen, alles, ehrlich gesagt. Er hat echt viele Punkte. Ich hätte jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, das und das hat er noch vergessen irgendwie. Wüsste ich jetzt spontan nicht. So richtig, den Abschluss fand ich nochmal richtig gut jetzt. So, auch nochmal echt die ältere Generation nochmal angesprochen, sofern sie es sehen. Ne? Aber recht hat er ja. Ja. Glaube ich. Naja, er hat bei dem letzten, also nicht dem, sondern dem ersten Video, wo er der Zerstörung der CDU vor der Europawahl hat, er, ging er wohl doch ziemlich viral und hat wohl auch dazu geführt, dass viele Jüngere das Video dann ihren Eltern oder Großeltern gezeigt haben. Kann man ja nur hoffen, dass das jetzt in dem Fall auch so ist. Ganz stark, also ich bin immer wieder fasziniert, wie er das macht. Also nicht nur die Recherche, das kriegt man hin mit Zeit, aber auch wie er es rüberbringt. Also es schafft immer wieder an den richtigen Stellen nochmal das aufzulockern über einen Witz oder so. Und also wirklich so, ja, die Präsentation dieser Fakten, das macht er wirklich gut. Und jetzt habe ich auch gelernt, was
SAS heißt, von dem her. Suspicious. Danke. Und ja, also ich. Starkes Video. Kann ich nicht anders sagen. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Es wird 1,5 Stunden, um Gottes Willen. Wie viel haben wir? Naja, Stunde 24 sowas. Ne? Wow, okay. Naja, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ja, stimmt. Weiß ich nicht, da du ja sagst, du bist jetzt häufiger dabei. ja, sehr gerne natürlich. Ja, klar, lass mal gucken, was er als nächstes macht. Willst du eine spezielle Verabschiedungsfloskel für dich reklamieren? Ich mache immer dieses Brustklopfen und Rotfront, ich weiß nicht, das ist also besetzt. Ist besetzt, ja, ich hätte jetzt einfach in die Kamera gewunken und hätte gesagt, bis zum nächsten Mal und genau, und sollen uns schön Kommentare hinterlassen. Gut, ich habe gedacht, vielleicht imitierst du einen Truthahn, das wäre mal was ganz Neues. Nein? Nee. Gut, dann mache ich den Truthahn und den Rotfront-Truthahn. Mach's gut, viel Spaß noch. Ciao. Ciao.